Liebe Kinder, wir basteln heute gemeinsam zwei Stabfiguren, so ähnlich wie beim Räuber-Hotzenplotz, nur dass du sie heute ganz selbst machen kannst. Meine heißen Krips und Krabs. Du kannst deine natürlich anders taufen und sie auch ganz anders gestalten. Wenn du fertig bist, kannst du damit spielen, mit dir selbst, oder du bittest auch Mama oder Papa oder ein Geschwisterkind und ihr überlegt euch lustige Stücke. Weil du ja keinen Karton als Hintergrund hast, kannst du das einfach vor der Wand machen oder du zeichnest dir einfach selbst noch einen passenden Hintergrund dazu. Los geht's! Alles, was du dazu brauchst, ist eine Schere, ein schwarzer Filzstift oder Farbstift, Pixo, deine Schaschlikspieße aus dem Werkkoffer. Ich habe dir auch noch 4 coole Augen reingegeben. Schau mal, ob du sie finden kannst. Und 2 Faltpapiere. Die Farben kannst du dir natürlich aussuchen. Zeichne zuerst mit dem schwarzen Stift oder du kannst es dir auch mit Bleistift vorzeichnen, 2 verschiedene Formen auf die Faltpapiere auf. Ich habe mich hier für eine wellige Form entschieden und hier für eine zackige Form. Du kannst es aber auch natürlich gerne anders gestalten. Schneide dann die Formen aus und klebe sie mit dem Tixo und dem Schaschlikspieß hinten auf deine Figuren drauf. Im Anschluss musst du nur noch die Kulleraugen draufkleben. Einige coole Augen kleben selbst, andere musst du mit Uhu draufpicken und zeichne den Figuren noch lustige Münder drauf. Das war's eigentlich schon. Viel Spaß!